Nein, das geht nicht. Du kannst so viele Runden fahren, wie du willst. Also der Gushi hat immer 10 Runden gemacht, ich immer nur 2. Wir fahren zwar immer nur im Kreis, immer in die gleiche Richtung. Das funktioniert, glaube ich, so, dass man am Schluss der, der zuerst im Ziel ist. Das weiß ich auch nicht, wie es funktioniert. Oh, Disziplin! Muss ich gerne in die Kamera schauen? Kannst nie löschen. Ja, es gibt American, es gibt Madison, aber zum Erklären müsst ihr da schon eine Bahnfahrer fragen. Also fahrt einfach jeder im Kreis um, hintereinander. Immer schön Wetter. Die Längsämmer sind eher links und so und die schnelleren eher rechts oben zum Beispiel. Man muss ja gerade ein bisschen mehr Disziplin haben als einem Mountainbike-Rennen. Das ist für uns nicht so. Ja, das sind wir uns am Anfang nicht so gewöhnt. Ja, Madison, Scratch, American, Kyrene. Ja, das, ja. Das erzählt mir vor allem nur ein Eich. Aufpassen auf die anderen und immer treten, das ist das Wichtigste. Was willst du wissen? Also braun ist er eigentlich, weil er am Anfang immer den Kack in den Hosen hatte. Das ist wegen dem, das ist nicht, weil es hier innen so schön Wetter ist. Ja, also es wäre sicher gescheit, wenn wir im Gegenuhrzeiger rumfahren. Mhm. Dort fängt es an. Sonst kommt es, glaube ich, nicht so gut. Dann darf man nicht trinken auf der Bahn. Muss immer anhalten, wenn man etwas trinken will. Nicht reden. Ja, nebeneinander fahren und reden darf man nicht. Das Velo muss man auftragen. Bis schon ja, auf die Fläche und dann darf man erst aufsteigen. Man muss die Luft aus den Pneu lassen, wenn man nicht braucht. Ah, da kommt noch die dritte Welle. Und Capito umrühren. Man muss sehr diszipliniert sein. Jede Richtungswechsel muss angezeigt werden. Mhm. Und wenn man schnell fährt und so, ist es nicht empfehlenswert, unterdurch zu überholen, weil das recht gefährlich könnte werden. Nein, wir sind aus untauglichen Gehilfen hier. Ja, wir greifen noch den Bahnvierer an diese Woche. Wenn wir, nein, wir finden noch vierten von uns. Ja, ja, und unser Ziel ist nicht, nicht mehr als eine Minute zu verlieren. Also, ihre Ablösungen sind schon perfekt. Können Sie noch ein bisschen lernen bei uns? Ja. Du hast gewusst, dass die halblaue Linie Côte d'Azur heisst? Ja, aber der Strand hier, der Côte d'Azur, der ist nicht für viel. Côte d'Azur? Ja. Ich kenne nur das Roque d'Azur. Côte d'Azur, das ist die blaue, das blaue Feld unten dran. Das Meer in Frankreich. Die blaue Bahn und das Meer in Frankreich. Einfach der Strand hier bei der ist nicht so schön. Es hat noch ein Rennen an der Côte d'Azur. Ja, also der Bahnsport mittlerweile verstehe ich auch richtig, aber eins finde ich immer noch komisch. Wieso steht da Blasmusik Kurve als Werbung auf der Bahn?